Da bin ich wieder, meine Freunde, und öffne natürlich auch meine anderen 8 Packs, die ich ja nicht im letzten Video geöffnet habe. Ich habe euch ja im letzten Video, das könnt ihr euch hier gerne anschauen, schon mal gezeigt, dass diese Booster leider durchleuchtbar sind. Aber ich würde sagen, wir schauen mal nach, ob wir gescammt worden sind oder nicht. Die Chance ist natürlich sehr, sehr hoch, dass das passiert ist. Aber ich würde sagen, vielleicht haben wir ja Glück und ziehen doch noch eine Nachtara aus diesen 8 letzten Boostern. Wäre das fair und nicht gescammt worden, dann wäre es tatsächlich möglich, aus 9 Karten mindestens eine Nachtara vielleicht zu ziehen. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Booster und schauen uns direkt mal die Karte an. Und es ist ein Evoli. Preise werde ich euch natürlich einblenden, aber ich glaube aus dem Kopf gesehen zu haben, dass dieses schöne Evoli bei 15 Euro liegt. Ist auf jeden Fall schon mal eine Karte, die wir noch nicht doppelt haben. Ich würde ja gern alle Karten aus diesen Boostern ziehen, aber wie gesagt, das ist leider nicht möglich. Wie gesagt, da man sie durchleuchten kann, wie ihr sehen könnt, haben wir natürlich schon ein zweites Evoli gezogen. Das ist ja hier aus dem Set die günstigste Karte. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt im Booster Nummer 3 haben werden. So, und Banda. So, ich gehe mal wieder davon aus, dass es ein Evoli sein wird. Und ja, tada. Keine große Überraschung, es ist wieder ein Evoli. Ich würde fast schon meinen, dass hier nur Evolis drin sind und vielleicht ein, zwei teurere Karten reingemischt worden sind, damit das nicht ganz auffällt. Aber ich würde fast schon sagen, das ist wieder ein Evoli. Nein, es ist tatsächlich ein Felinara. Wie ihr sehen könnt, mal eine kleine Abwechslung. Sehr, sehr nice. Dann haben wir hier schon mal eine weitere Evoli-Entwicklung gezogen, die wir noch nicht haben. Aber ich werde selbstverständlich mir den Rest einzeln kaufen. Wie gesagt, aus diesem Booster nicht zu ziehen, hat natürlich keinen Sinn. Und dann schauen wir mal, was wir hier in Booster Nummer 5 haben. Und es ist mein zweites Blitzer geworden. Sehr, sehr nice. Eins meiner Lieblingsentwicklungen. Freue ich mich dennoch sehr, sehr. Auch wenn wir sie doppelt haben, landet einer der schöneren definitiv in meinen Binder und den anderen tausche ich vielleicht. Schauen wir mal, was wir im drittletzten Booster haben. Und wir haben wieder ein Felinara gezogen. So, jetzt haben wir 3 Evolis, 2 Felinaras und ein Blitzer, nee, 2 Blitzer sowie ein Aquana. So, dann schauen wir mal, was wir im vorletzten Booster haben werden. Kleiner Spoiler, es wird definitiv kein Nachtara sein, aber vielleicht ein anderes. Tatsache, wir haben eine weitere Evoli-Entwicklung gezogen. Sehr, sehr geil. Nice, die habe ich noch nicht. So, das ist einmal, das ist Felinara und das muss Folipora sein. Da habe ich die wohl verwechselt. Ist auch bei der Zeichnung jetzt nicht so leicht zu erkennen. Die sehen sich, finde ich, in dieser Art und Weise etwas ähnlich. Aber macht ja nichts. Ich hätte es ja auch an der Energie erkennen können. Das ist Pflanzenergie und das ist Typ Psycho. So, das letzte Booster. Ich hoffe, ihr verzeiht mir den kleinen Fauxpas. So, wir sind hier beim letzten Booster angelangt. Ich bin mal gespannt, welche Karte wir doppelt ziehen werden. Und ja, es ist ein weiteres Felinara geworden. Und ihr seht, wir haben natürlich kein Nachtara gezogen. Das war für mich von Anfang an klar. Und hier nochmal der Beweis, dass wir hier alle Karten aus jedem Booster, welches ich gekauft habe und geöffnet habe vor der Kamera, dass wir hier, ich mache es mal so, dann sieht man auch alle Karten. So, die werden natürlich sofort eingetütet nach diesem Video, aber dann habt ihr noch mal zur Veranschaulichung, wir haben hier 10 Booster geholt, wir hätten hier theoretisch 9 verschiedene Karten ziehen können
Und es sind natürlich ein paar Doppelte dabei. Und was für eine Überraschung, wir haben natürlich kein Nachtara gezogen. Also wollte ich euch damit auch nur mal zeigen, ihr habt nie die Garantie, weil man diese Booster durchleuchten kann. Aber ich bin dennoch über meine Ausbeute sehr, sehr zufrieden. Wirklich, also wir haben schon mal 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Evoli-Karten gezogen. Das ist auch schon mal ein guter Start. Mir fehlen also nur noch 4 Stück. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Fortinizer.